Es war einmal in Thailand. Tausende herrenloser Straßenhunde fristeten ein jämmerliches Dasein. Einst als Schoßhündchen gekauft, dann ausgesetzt, schließlich eingefangen und einfach ihrem Schicksal überlassen. Doch ein Hund, selbst im Straßendreck Bangkoks geboren, heute bewacht von den Fregatten seiner Majestät des Königs von Thailand, sollte ihr aller Schicksal wenden. König Bhumibol IX. Adoptierte ihn als Straßenhundbaby und hat jetzt einen Bestseller geschrieben. Über den märchenhaften Aufstieg dieses Straßenköters zum Kun Tong Deng, die rot-goldene Lady, die nun der ganzen Nation ein Vorbild sein soll. Jedem hilfsbedürftigen Lebewesen gewähren die buddhistischen Tempel Thailands Zuflucht. Tag für Tag, bevor der Morgen graut, besingen die Mönche Buddhas Lehre von der Befreiung vom Leid des alltäglichen, weltlichen Lebens. Einige Thais befreien sich ganz praktisch von dem, was sie überfordert. Sie setzen einfach ihre ungewollten Kinder und Hunde im Tempel aus. Die Mönche ziehen die Kinder groß und versorgen die Hunde. Nach der buddhistischen Lehre helfen ihnen die ausgestoßenen Geschöpfe, Großzügigkeit und Mitgefühl weiterzutragen. Dafür bewachen die Tempelhunde ihr neues Heim und begleiten die Mönche jeden Morgen auf ihrem Almosengang. Ob Sommer, Winter oder Regenzeit, in der blauen Stunde eines jeden Morgens sammeln die Mönche ihr Essen auf dem Almosengang selbst ein. Sie haben dem weltlichen Leben entsagt und gehen den Pfad der spirituellen Erkenntnis. Damit sind die Mönche persönliches Beispiel und Ratgeber der im weltlichen Leidenszirkel gefangenen Bevölkerung. Die Dorfbewohner spenden Essen und unterstützen die Mönche auf ihrem Weg der Erkenntnis. Nach thailändischem Glauben verbessert der Spender damit auch sein eigenes Wohlbefinden und Karma. Dafür dankt er den Mönchen und er schenkt auch dem Tempelhund Wasser, damit dieser nicht dürstet. Musik
Im Waldtempel Wat Padang entsteht buddhistische Erkenntnis aus der Betrachtung der Natur. Selbst die Straßenköter dienen Abt Prakru Damathorn als Lehrbeispiel. Das Problem der Straßenhunde macht uns die Bedeutung eines der vier buddhistischen Gebote besonders bewusst. Das Gebot des Edelmutes. Zum Beispiel empfinden die Leute, die diesen Tempel besuchen und die ausgesetzten Hunde sehen, Mitleid und sind dann gutherzig zu ihnen. Jedes Leben ist lebenswert und wertvoll. Auch das Leben eines räudigen Straßenköters. Also teilen die Mönche das von den Gläubigen gespendete Essen mit den Tempelhunden. Seine Majestät, unser König, hat einen Straßenhund aufgenommen. Er ist aber nicht nur gutherzig gegenüber Tieren, sondern auch gegenüber der thailändischen Bevölkerung. Egal ob arm oder reich. Hierin besteht sein Edelmut. Nachdem der König so etwas getan hat, sollte sich sein Volk fragen, wie konnte aus einem gemeinen Straßenhund der Palasthund Khun Thong Daeng werden. Die hoffnungsvolle Botschaft seiner Majestät vernehmen auch die im Tempel aufwachsenden Waisenkinder. Liebe Kinder, hier seht ihr den ganz gewöhnlichen Thai-Straßenhund Thong Daeng. Wisst ihr, wo unsere König ihn gefunden hat? Ja, richtig, am Straßenrand. Thailands König hat ein Buch über seinen Lieblingshund geschrieben. Es ist die Geschichte einer märchenhaften Karriere. Ein verachteter Straßenhund wird Palasthund und Idol der thailändischen Gesellschaft. Der König lobt Loyalität, Respekt und Bescheidenheit des Hundes Thong Daeng. Das Buch ist ein moralisches Gleichnis auf die traditionellen Werte der thailändischen Gesellschaft. Ein modernes Märchenbuch, in dem der König sein Volk dazu aufruft, Tausenden von obdachlosen Thai-Straßenhunden ein neues Heim zu geben. Thong Daeng ist ein gewöhnlicher Hund, der kein gewöhnlicher Hund ist. Guten Abend. Das Buch Seiner Majestät, die Geschichte von Thong Daeng, wurde heute an seinem ersten Verkaufstag zum meistgekauften Buch Thailands. Zum einen, weil es günstig ist und aus gutem Papier besteht, hauptsächlich aber, weil die Thailänder dieses Buch besitzen, über Thong Daeng lesen und stolz auf diesen treuen Hund sein wollen. Es ist beeindruckend, dass der König einen Straßenhund aufgenommen hat. Das sagt mir, dass es selbst unter den Tieren keine unterschiedlichen Stände gibt. Obwohl der König am höchsten steht, sieht er die Wichtigkeit in kleinen Dingen am Rande des Weges. Die euphorische Begeisterung des Volkes für das moderne Märchenbuch seiner Majestät überträgt sich auf alle Medien. Auch die Redaktion der Zeitung The Nation verfällt dem Schlagzeilenrausch. König Bhumibol wird in Thailand wie ein Gottkönig verehrt. Selten erscheint er in der Öffentlichkeit. Es gibt keine Tratschgeschichten, keine Kritik. Persönliche Geschichten und Fotos gibt es nur in diesem Buch. Die Veröffentlichung ist eine Sensation. Kein Außenstehender durfte jemals Khun Thong Daeng im Palast fotografieren. Der Inhalt ist wie ein Roman. Khun Thong Daeng ist eigentlich wie jeder andere gewöhnliche Hund. Er ist nicht in einer reichen Familie geboren, sondern auf der Straße, bevor er aufgenommen und gepflegt wurde. Seine Geschichte ist wie die von Aschenputtel. Diese Botschaft, zusammen mit der Hochachtung gegenüber dem König, hat einen neuen Trend kreiert. Die Medien interessieren sich jetzt beispielsweise für jemanden wie diesen Ausländer aus Österreich.
Das ist Willy Meyer mit seinem Straßenhunde. Er ist ein Ausländer, der sich um die Straßenhunde in Bangkok kümmert. Seine Bereitschaft zur Aufopferung ist sehr groß. Deshalb glaube ich, dass es in seinem Leben etwas sehr Tiefes geben muss. Etwas sehr Außergewöhnliches. Durch die Popularität des Tong Deng-Buches wurde der Wiener Willy Meyer plötzlich zum Medienstar in Thailand. Seit 38 Jahren in Bangkok mit seinen über 100.000 Straßenhunden hat der Einzelkämpfer schon viele Hunde vor dem Tod gerettet und ist demzufolge sehr beliebt bei ihnen. Ich kümmere mich hauptsächlich um Straßenhunde, also Hunde, die ein unglückseliges Schicksal haben, denen es schlecht geht und die mir leid tun. Und anderen Hunde, die ein gutes Zuhause haben, die brauchen ja meine Hilfe nicht, sondern die, denen es schlecht geht auf der Straße, die krank sind und so weiter. Dieser Impfstoff, aber der kostet 100 Baht pro Schuss. Also bei 100 Hunden, das ist 10.000 Baht. Und das fällt mir doch etwas schwer. Das wird ein bisschen wehtun. Du bist eben zu fett. Nein, hat tadellos funktioniert. Ein braver Hund, ist das. Willy opfert 230 Euro allein für Hundeimpfungen. Den Rest seiner Ersparnisse für Hundefutter und Hundenotrettungen. Das ist das Baby. Die hat aber einen Autounfall gehabt. Und wir müssen jetzt feststellen, ob der Fuß gebrochen ist oder nur verrenkt. Ist der Hund angemeldet? Nein, ich habe keinen Hundemeldeschein. Ist das ein Weibchen? Ja, das ist ein Weibchen. Heute keine Behandlung. Ist Feiertag. Heute ist ein Feiertag, aber das ist ja Notfall. Trotzdem, heute können wir sie nicht behandeln. Das sind richtige Arschlöcher, die immer nur alles bürokratisch erledigen. Wie schwer ist das Hundebaby verletzt? Vielleicht ist das Pfötchen gebrochen? Es gibt noch ein sehr weit entferntes Tierhospital. Ein Taxi ist teuer und es herrscht Dauerstau in der 12-Millionen-Metropole. Aber Willy kennt noch andere Wege durch den Großstadtdschungel und natürlich auch alle Hundeschmugglertricks. No Ayutthaya. Bangkok hat eine nagelneue Hochbahn. Allerdings ist es strengstens verboten, Tiere in der Bahn zu befördern. Und darauf haben die bewaffneten Sicherheitsleute ein wachsames Auge. Aber Hunderetter-Profi Willy kennt keine Furcht. Er schmuggelt nicht zum ersten Mal einen Hund. Scheiße, das ist ja. Nein, das ist ja schlimm, wirklich. Wirklich schlimm. Schlimmes Ding. Schlimmes Ding. Ist da etwa ein Hund drin? Ja. Er lebt unter der Brücke. Ich muss ihn ins Hospital bringen. Die Gefahr ist überstanden.
die Rettungsstelle des Kasetsart Tierhospitals erreicht. Es ist besonders preiswert, denn es wird aus den Einkünften des Tongdeng-Buches vom König persönlich